Im Sinne eines positiven Ausblicks und zur Inspiration für uns alle würden wir gerne wissen, wie sieht das Wien Ihrer Träume aus? Ein perfektes Wien wird es wahrscheinlich nicht geben, aber ein sehr schönes, lebenswertes Wien mit einer weiterhin für viele Menschen der hohen Lebensqualität, hoffentlich noch für viel mehr. Es gibt ja auch viel Ausschluss, auch Armut in Wien. Aber ich denke, dass wir viel mehr es schaffen müssen, solidarische Verhältnisse herzustellen. Eine sorgende Stadt, also eine Stadt, die wirklich die Menschen mitnimmt, die Menschen in Not auch gute Möglichkeiten gibt, aus diesen Notsituationen rauszukommen. Zweitens wünsche ich mir eine Stadt, die natürlich wirtschaftlich innovativ ist und innovativ bleibt, aber auch gesellschaftlich. Also, dass die Menschen divers sind, dass wir, wenn Migrantinnen kommen, freiwillig, aber auch wenn sie in Notsituationen kommen, also Geflüchtete, dass sie gerne aufgenommen werden, dass wir eine Stadtatmosphäre haben, wo wir wirklich inklusiv sind, dass wir divers sind, dass auch Dissidenz, also anderes Denken, anderes Handeln durchaus willkommen wird, wenn es eben auch positiv zu einem guten Zusammenleben beitragen wird. Ja, das Wien meiner Träume, für mich ist das immer so ein bisschen, ich stelle mir das vor, wie so ein Tag startet. Man wacht auf, man geht aus, oder ich ganz persönlich gehe aus meinem Haus raus. Das Erste, was ich habe, ist, es sind Bäume in der Nähe, es sind andere Menschen auf der Straße, der öffentliche Raum wird genutzt, es sind spielende Kinder, die ich sehe. Ich kann zu Fuß, zu wo auch immer ich hingehe, gehen, sehe auf dem Weg vielleicht ein Café mit Sesseln und Tischen draußen auch im öffentlichen Raum. Es ist lebendig, es ist bunt, also auch das, glaube ich, ist ganz wichtig für das Wien meiner Träume, dass es nicht ein sehr, sehr einseitiges Stadtbild und Lebensbild ist. Ich kann auf dem Weg mir irgendwo einen Kaffee vielleicht holen. Ich kann in ein Geschäft gehen, wo ich einen Grätzl-Kreisler, wo ich irgendwie verschiedene Lebensmittel hole, die aus der Umgebung oder vielleicht sogar aus Wien tatsächlich direkt kommen. Ich kann in einen Laden gehen, und wo ich mir eine Leiter ausleihe, weil ich heute am Nachmittag meine Glühbirne wechseln möchte und Ähnliches. Und ja, das ist so ein bisschen das Wien meiner Träume. Dafür brauche ich, habe ich ganz, ganz viel Kontakt mit anderen Menschen. Es ist viel Platz da, sich zu bewegen, zu leben und das Ganze so im Idealfall im Einklang mit einer sauberen Luft, wenig Lärm und ja, in dem wunderschönen Wien, so wie es jetzt ist. Eine Stadt, in der es Lebensqualität für alle Menschen gibt, die hier leben. Eine Stadt, in der Kinder Grünräume finden, in denen Menschen wichtiger sind als Parkplätze oder neu gebaute Einkaufszentren. Das wäre eine Stadt, in der Kinder gut und gesund aufwachsen könnten. Ich liebe Wien. Wien. Also, ich habe so eine, irgendwie eine Hassliebe gegenüber Wien. Ich habe, als ich meine Staatsbürgerschaft gekriegt hatte, ich sage es mal ganz ehrlich, ich bin nach Deutschland zum Arbeiten gegangen und ich habe bemerkt, wie viel Liebe ich für Wien mit mir trage. Was ich aber immer wieder bemerke, wenn ich in anderen Städten bin, diese historische und Natur, die Verbundenheit in Wien, was so wichtig ist, wenn ich in anderen Städten, vor allem in Deutschland, vermisse, aber die menschliche Miteinander, das vermisse ich sehr. Eine gelassenere, eine gegenüber akzeptierende, respektierende Wiener Gesellschaft wünsche ich mir. Also Wien war in meiner Biografie auch immer eine Stadt der Chancen und der Entfaltungsmöglichkeiten und das würde ich mir wünschen, dass es für alle Bewohnerinnen und Bewohner ist und dass gerade auch diejenigen, die vielleicht etwas mehr Unterstützung für ihre Entfaltung benötigen, diese auch wirklich bekommen. Ich glaube, es wäre auf jeden Fall ein Wien, das sich bei seinen eigenen Stärken bewusst ist. Wir haben eigentlich eine sehr starke Tradition in Wien, was Netzkultur, Netzkunst, Netzpolitik betrifft. Aber irgendwie wird das international viel stärker gesehen als hier in Wien. Es wird kaum etwas investiert in diese Community, obwohl das eigentlich ein Aushängeschild sein könnte. Es wird viel zu wenig dafür getan, dass Wien hier auch aktiv diese
Werte in die Bevölkerung trägt, die eigentlich hier zu Hause sind. Und ich glaube, wenn man sich daran orientiert, dann gibt es eine ganz optimistische Zukunftsvision für diese Stadt. Ich denke mir, dass Wien geschlechtergerecht, klimagerecht in der Zukunft durchaus sein kann. Ich glaube, dass es dann aber braucht, dass wir eben zum Beispiel sehr viel mehr investieren in alle diese Bereiche, die so lebensnotwendige Arbeiten sind, die eben wir unter dem Begriff Care-Arbeit zusammenfassen. All das, wo es ums Überleben von anderen Menschen geht. Und wenn wir da investieren, dann werten wir auch diese Arbeiten auf, dann haben wir dort auch gute Arbeitsplätze. Und das Gleiche eben in der Frage von Klimagerechtigkeit. Und wenn wir das hinkriegen, Gleichstellung und Klimagerechtigkeit, die durchaus zum Teil auch widersprüchliche Themen sein können, die gemeinsam zu verbinden und da, ja, da weiterzukommen, dann glaube ich, wäre Wien eh schon, aber dann noch einmal eine Traumstadt. Wien, meine Träume. Wien ist immer meine Traumstadt gewesen und ich habe ganz gewählt auch Wien ausgewählt hier zu leben. Natürlich möchte ich weiterhin, dass Wien eine friedliche Stadt ist, dass in Wien die Menschen vor Armut, Gewalt und unter Diskriminierung geschützt sind und vor allem, dass wir auf die Klimakrise so gut vorbereitet sind, gerüstet sind, dass auch unsere Kinder und Kindeskinder ein Klima haben, in dem sie eigentlich gut leben können. Also erstens, und das ist mir, glaube ich, das Wichtigste, wir müssen Platz für Menschen schaffen. Wir müssen aufhören, darüber nachzudenken, wie wir möglichst viel Profit machen, sondern darüber nachdenken, wie wir die Bedürfnisse von allen Menschen irgendwie befriedigen können. Das heißt auch eine leistbare Stadt, das heißt leistbaren Wohnraum. Das heißt aber auch, dass ich am besten zu Fuß zum Supermarkt und überall anders hinkomme und dass die Wege kürzer werden. Das heißt, dass wir mehr Zeit haben, dass wir im besten Fall weniger arbeiten müssen. Das heißt im Grunde, dass wir gemeinsam, und das ist, glaube ich, mein größtes Anliegen, dass wir demokratisch uns überlegen, wie man diese Stadt noch weiter gestalten kann und dass wir uns alle auch wieder ein bisschen ernster nehmen in unserer politischen Handlungsmacht und in unserer Stadt, in unserem Bezirk, in unserem Grätzl anfangen aktiv zu werden. Also in Wien meiner Träume haben wir eine andere Form von Ernährung ohne diese industrielle Massentierhaltung, was auch immer das dann alles sein soll, ist mir alles irgendwie willkommen. Wir haben eine Energieversorgung, die nachhaltig ist und auch unsere Mobilität wird nachhaltiger sein als heute. Ich hoffe, dass wir dann auch eine Möglichkeit haben, dass sich die Menschen das Wohnen wieder leisten können, weil das ist zum Beispiel ein Problem, das diese großen Städte weltweit momentan alle haben, dass das natürlich ja, mittlerweile ein riesensoziales Problem ist. Und ja, so stelle ich mir das Wien vor, also dann doch eine lebenswerte Stadt hoffentlich. Und ich hoffe, dass wir unsere demokratischen Werte auch verteidigen. Naja, ganz einfach. Es muss sozusagen besser als bisher ein gutes Leben für alle ermöglichen. Das würde bedeuten, dass wir im Bereich des Wohnbaus, den sozialen Wohnbau, noch wesentlich stärker forcieren, als er Gott sei Dank in Wien im Vergleich zu anderen Metropolen ohnehin schon ausgebaut wurde. Wir müssen das Zusammenleben entschleunigen, also mehr Straßen, wo meinetwegen Gemeinschaftsgärten sind, wo kleine Parks entstehen, wo die Bürgerinnen und Bürger selbst mitgestalten können. Wir müssen im Bereich der Umwelt ganz bestimmt danach trachten und das wird eine Riesenaufgabe sein, die gesamte Heizung des Wohnhausbestandes, insbesondere eben dieser alten Häuser aus dem 19. Jahrhundert, dennoch sozusagen CO2-frei zu machen, also auf Erdgas zu verzichten, wie immer das möglich ist, durch Fernwärme, durch Geothermie und Ähnliches. Wien ist ja auch eine ganz, ganz tolle Stadt. Wien hat so viel Kultur. Wien hat auch die meisten Hochschulen, ja? Also so ein breites Spektrum an Hochschulen, so ein breites Spektrum an Kultur, so ein breites Spektrum auch an wundervollen Lokalen und spannenden Menschen, mit denen man zusammenkommen kann. Und man muss das erhalten, aber man sollte es schaffen, dass das alle erreichen kann. Also dass das nicht einer privilegierten Schicht vorbehalten bleibt. Und daher müssten wir wirklich im Bildungsbereich sehr viel tun. Ich sage immer, das weiß nur oder merkt nicht die Politik. Bildungspolitik ist gleichzeitig Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik, Gesundheitspolitik, Finanzpolitik und so weiter, weil Menschen, die eine höhere Bildung haben, sind gesünder, leben länger, verdienen mehr Geld, haben ein demokratischeres Verhalten, sind meistens auch solidarischer und so weiter. Und wenn ein
Bundeskanzler eine Regierung klug ist, investiert sie am meisten in den Bildungsbereich und hat damit Erträge auch in allen anderen Politikfeldern. Ja, das ist, ich muss dazu sagen, ich bin ja eine begeisterte Wienerin und das Wiener Granteln liegt mir ja selber auch im Blut bei allen Ironien. Also ich, als blöder Beitrag wäre sozusagen der Wiener Grant als ein Kulturmerkmal dieser Stadt zu gratifizieren oder so. Das ist eher ein blöder Witz, aber ich finde das auch manchmal ganz nett. Meine Utopie ist, Mehrsprachigkeit als Chance in dieser Stadt zu sehen, die Vielfalt der sehr unterschiedlichen Menschen, die auch jährlich zuwandern und hier ein neues Leben beginnen wollen, auch als eine Bereicherung zu sehen. Und vielleicht noch abschließend, ich finde ja die Idee, dass Wien eine smarte Stadt wird, eher bedrohlich. Ich hätte, wenn wir über Digitalisierung sprechen, ja die Utopie, dass Wien in eine Open-Source-Digitalisierung Geld hineinsteckt. Das heißt, in gemeinnütziges Infrastruktur entwickeln, jenseits der Big Five, also sprich, wo wir über Digitalisierung ununterbrochen eigentlich die Kommerzialisierung der Digitalisierung meinen und die Plattformen, die Netzwerke, die Datenkrallen sind, durch zum Beispiel eben auch nicht kommerzielle Algorithmen und durch eine Kritik gegenüber dieser Normalisierung von Überwachungsstellen. Und das fände ich für eine Stadt eine super Utopie, zu sagen, das ist eine Technologiestadt, die gemeinnützige Technologieentwicklung als ein Gegenmodell zu, klingt jetzt absurd, Silicon Valley und der Privatisierung des Öffentlichen halt auch vorangeht.